Klinge im Feuer, Messer der Japaner. Die Kunst der japanischen Schmiede. Auf dem Tsukichi-Fischmarkt und in japanischen Küchen. In Swissmade die Kralle des Giganten. Bis ein japanischer Kochlehrling einen Fisch zerlegen darf, können Jahre vergehen. Hier beim Zürcher Sushi-Kurier dürfen es die Mitarbeiter früher wagen. Sie machen es trotzdem mit der nötigen Vorsicht, denn japanische Messer wie dieses hier sind äußerst scharf. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei NZZ Format. Dass Hōchō, eben japanische Messer, so furchterregend scharf sind, hat seinen Grund. Hochwertige Serienmesser werden nämlich noch heute von Hand im Feuer geschmiedet und gehärtet. Ein Blick in traditionsgeprägte Werkstätten japanischer Schmiedekunst, aber auch ein Besuch in einer Kochschule und in einigen äußerst attraktiven Restaurants in Japan. Dass jedes Werkzeug ein Leben hat, gilt in Japan als etwas Ursprüngliches, seit jeher Bestehendes. Es existiert auch in großen Steinen, hohen Bäumen oder Bergen. Für den Menschen sind doch Schneidewerkzeuge das Wichtigste. Der Stein, mit dem man Dinge halbieren konnte, war das erste Schneidewerkzeug. Und bis heute fand eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt. All dies sind die Gründe dafür, dass hier ein Leben vorhanden ist. Werkzeuge mit einem solchen Gedanken zu verbinden, ist für uns etwas ganz Normales. Noch in der vierten und dritten Generation vor mir standen alle sehr früh auf, um die Beschaffenheit des Wassers und des Feuers zu prüfen. Für die Herstellung eines guten Küchenmessers war es unabdingbar, dies immer zur selben Tageszeit zu überprüfen. Der Arbeitsbeginn war deshalb ganz genau festgelegt. Am Nachmittag, wenn man mit dem Schmieden fertig war, kam das Schleifen an die Reihe. Gegen Abend dann machte man Feinarbeiten. Alle Arbeitsgänge erledigte noch einer allein. Heute arbeiten 5 Schleifer, 5 Verkäufer und über 20 Schmiede in verschiedenen Läden und Werkstätten Masamotos. Zur Kundschaft zählen Diplomköche in ganz Japan. Es begann vor 5 Generationen mit Matsuzawa Minosuke, der nach langen Lehrjahren in Osaka, hier in Tokio, 1862 den Grundstein zum heutigen Erfolg legte. Man überlegte sich genau, wen man zum Lehrling nahm, weil man die eigenen Produktionsgeheimnisse weitergab. Auch dem Urahnen Minosuke wurden jene Geheimnisse anvertraut. Und es gibt die Geschichte, dass er, um von Kansai nach Kanto zurückkehren zu können, sich verkleiden und sein Gesicht verbergen musste, weil man ihn sonst nicht hätte gehen lassen. Japanische Schwerter haben in der Kanto-Region eine lange Tradition. Mit der Meiji-Reform von 1868, die das Ende der Samurai-Zeit bedeutete, verloren viele Schwertschmiede plötzlich ihre Kunden. Sie sahen sich gezwungen, nun vermehrt Messer und Gebrauchswerkzeuge herzustellen.
Die Verschmelzung von Kunst und Handwerk aber hat sich bei den Schmieden bis heute erhalten. Während mit der Anfertigung eines solchen Schwerts noch überlieferte Geheimnisse verbunden sind, hat die Herstellung von Küchenmessern für diesen Schmied nichts Ungewöhnliches oder gar Geheimnisvolles mehr an sich. Yoshiaki Kato arbeitet allein in seiner Schmiede in einer guten Wohngegend mitten in Tokio. Seine Arbeit versteht er nicht als Kunst, sondern ganz einfach als Beruf, der ihm gefällt und der sogar zum Hobby geworden ist. Der entscheidende Unterschied: Europäische Messer bestehen aus einem einzigen Stahl, japanische aus der Verbindung von weichem Eisen und einem harten Stahl als Schneideschicht. Aus den feuerverschweißten Teilen entstehen Stiel und Klinge. Ich stelle meine Messer aufgrund der Bestellung des Kunden her. Das Messer kann dann vielleicht nicht von jedermann benutzt werden. Wichtig ist aber, dass es zu demjenigen passt, der es bestellt hat. Ist das Rot des glühenden Eisens schlecht, dehnt es sich nicht aus. Ist es aber zu rot, wird das Eisen sofort schlecht. Am wichtigsten ist also die Temperatur des Feuers, die genau stimmen muss. Deshalb muss man die Farbe des Feuers beobachten und ebenso den Zustand des Eisens im Feuer stets überwachen. Man muss also aus der eigenen Erfahrung von Auge erkennen können, bis zu welchem Punkt das Eisen glühen und welche Temperatur nicht überschritten werden darf. Unter nicht signierten Messern würde ich eines von mir auf alle Fälle erkennen. Für den Kunden aber ist das nicht möglich. Ich mache keinen Stempel aufs Messer, sondern ritze meinen Namen ein und überreiche es dem Kunden. In dieser kleinen Fabrik in Miki, in der Nähe von Kobe, werden zwar auch Einzelanfertigungen hergestellt, das Hauptgeschäft aber sind handgefertigte Serienküchenmesser. Zusammen mit seinem Sohn und 5 Mitarbeitern produziert Keiichi Kobayashi rund 120 Messer pro Tag. Der größte Erfolg von Keiichi Kobayashi, Familienoberhaupt und Gründer der Firma, war ein Auftrag des Kaiserhauses, das Messer für die Zeremonie anlässlich der Krönung des Kaisers herzustellen. Das Messer wurde zur Opferung eines Karpfens benutzt und blieb im Besitz des Priesters. Insgesamt hat Keiichi Kobayashi 18 solcher Zeremonienmesser hergestellt. Die spezielle Form mit der dreieckigen Spitze wurde, eine besondere Ehre, sogar ins Musterregister eingetragen. Solche Spezialanfertigungen können gut und gerne mehr als 1200 Franken kosten. Ich stelle meine Produkte nicht einfach nur her, damit sie gut aussehen, sondern ich lege wirklich mein Herz hinein. Es geht darum, dass ich meinen Produkten eine Seele verleihe. Wenn man die richtige Einstellung hat, seine ganze Kraft und Energie aufbringt und sich richtig konzentriert, dann wirkt sich das auf die Qualität des Messers aus.
Beim Kochen wird das Messer beinahe so wertvoll wie das eigene Leben. In Japan beginnt für den Koch die Arbeit in der Küche mit dem Schleifen seiner Messer. Eine Wissenschaft für sich. Während des ersten Jahres durfte ich das Messer noch nicht schleifen. Natürlich durfte ich es anfassen, aber schärfen durfte ich es damals noch nicht. Die ersten 2-3 Jahre habe ich nur das Geschirr und Töpfe abgewaschen. Nach 5-6 Jahren durfte ich in der eigentlichen Küche zu arbeiten beginnen. Zu der Zeit war ich auch so weit, dass ich das Küchenmesser gebrauchen durfte. Bis ich dann aber allein damit umzugehen wusste, dauerte es noch einmal einige Zeit. Yanagiha, das langgezogene Messer, ist für Sashimi, geschnittenen rohen Fisch. Usaba, dieses dünne Messer, benutzt man meist als Gemüsemesser. Damit schneidet man solches Gemüse möglichst dünn. Ein Gemüsemesser also. Depa ist für Fisch. Damit entschuppt, zerlegt und entgrätet man Fische. Fisch ist eines der Hauptnahrungsmittel in Japan. Allein auf dem Tsukiji-Fischmarkt in Tokio, dem weltweit wohl größten seiner Art, werden täglich an die 2700 Tonnen Fisch und Meeresprodukte umgeschlagen. Um 4 Uhr morgens sind die Arbeiten bereits in vollem Gange. Tun aus dem Pazifik und dem Indischen Ozean, vor Monaten schon gefangen, wird ausgeladen, markiert und für die Händler ausgelegt. Je nach Saison sind bis zu 450 verschiedene Fischarten auf dem Markt erhältlich. Da die japanische Küche viel rohen Fisch enthält, ist Frische oberstes Gebot. Aale sind in Japan eine ganz besondere Spezialität. Und es gibt Restaurants, die sich ausschließlich auf Aalgerichte spezialisiert haben. Das Restaurant Kandagawa am Rande Tokios kann auf eine annähernd 200-jährige Tradition zurückblicken. Hier zu speisen ist selbst für Japaner ein besonderes und nicht weniger kostspieliges Erlebnis. Einen Lunch gibt es etwa ab 50 Franken, ein Menü am Abend ab rund 200 Franken.
Um 17:30 auf dem riesigen Gelände des Tsukiji-Markts arbeiten jetzt an die 60.000 Menschen, beginnt die eigentliche Hauptattraktion, die Versteigerung des Thunfischs. Neben der riesigen Auswahl an Meeresprodukten lässt sich auf dem Fischmarkt auch eine Vielzahl an Werkzeugen beobachten. Vom kleinen Fischmesser über Hacken und Haken bis zu Sägen und großen Messern. Im Unterschied zu vielen europäischen Handwerkern ist für die meisten Japaner ihr Werkzeug nicht einfach nur ein praktischer Gebrauchsgegenstand. Gutes Werkzeug hat seinen Preis und eben auch seine Seele. Man kann vielleicht sogar von einer Art innerer Beziehung zu den Instrumenten sprechen, jedenfalls aber von großem Respekt. Das Wissen von der Tradition und der Kunst der Werkzeughersteller spielt da bestimmt eine Rolle. Während die Zukunft für Messerschmiede wohl kaum gefährdet ist, ist der Markt für handgefertigtes Schreinerwerkzeug in Japan seit längerem rückläufig. Vorfabrizierte Häuser haben die traditionelle Bauweise verdrängt. Kiyomi Nishiki ist einer der letzten drei Schmiede Japans, die Kunst der Stechbeitelherstellung noch beherrschen. Mit 13, vor annähernd 50 Jahren, begann Kiyomi Nishiki seine Lehre bei einem Onkel, einem berühmten Schmied. Für seine Werkzeuge verschweißt er, so wie das auch bei Messern üblich ist, harten Stahl für die Schneide und weichen für die Körper. Das Besondere: Kiyomi Nishiki benutzt über 100-jährigen Ankerstahl. Nur dieser alte Stahl mit seiner Zusammensetzung erlaubt es ihm, Werkzeuge nach seinen Vorstellungen zu formen. In der Werkstatt in der Nähe von Kobe hat sich seit über 30 Jahren nichts verändert. Von modernen Maschinen will er nichts wissen. Messer, die mit der Maschine gemacht wurden, schneiden schlecht. Heutzutage wird überall alles maschinell hergestellt. Ich möchte mit meiner Arbeit die japanische Kultur, das traditionelle Handwerk erhalten. Kiyomi Nishikis Stechbeitel aus zwei Stählen, links und ein vergleichbarer europäischer rechts. Der industriell und nur aus einem Stahl gefertigte Europäer schneidet im wahrsten Sinne des Wortes deutlich schlechter ab als der Japaner. Noch einmal der europäische. Und hier der japanische Stechbeitel. Schmieden ist in Japan Männerdomäne. Weil Kiyomi Nishiki aber keine Nachkommen hat, die in der Werkstatt mitarbeiten möchten, und er auch keinen Lehrling einstellen will, hilft seine Frau Michiko bei einigen Arbeitsschritten mit. Kiyomi Nishiki ist der einzige Schmied, der beim Härteprozess zum Erhitzen Kohle verwendet. Die aufgestrichene Lehmschicht bietet Schutz vor der Oxidation beim Wärmen und das Wasser reagiert aggressiver, was eine größere Durchhärtung zur Folge hat. Die hohe Kunst ist es, das Werkzeug im richtigen Augenblick aus der Glut zu ziehen, bevor es im Wasser abgeschreckt und gehärtet wird. Ich benutze Kohle für das Erhitzen beim Härten, weil ich damit die beste Schärfe erreiche. Der Sauerstoff, der beim Brennen dazukommt, hilft beim Bearbeiten des Metalls. Es lässt sich feiner bearbeiten, besser schleifen.
Zur Zeit hat Kiyomi Nishiki genügend Aufträge. Zu seinen wichtigsten Abnehmern gehören einheimische Schreiner und Großhändler. Einer der wichtigen Händler ist Shiro Tanaka. Wir haben in der Stadt Miki eine über 600-jährige Geschichte. Aber Jahr für Jahr verschwindet ein Teil der Schmiedetradition. Ich musste da einfach etwas tun, um diese Tradition zu erhalten. So habe ich vor mehr als 20 Jahren damit begonnen, japanische, traditionell hergestellte Werkzeuge im westlichen Markt einzuführen. In Shiro Tanakas Angebot sind Produkte von rund 15 Schmieden und Firmen. Allen gemeinsam, dass sie traditionelles Handwerk ausüben und damit ein Stück japanischer Kultur erhalten und weitergeben. So finden denn auch die auf Bestellung einzeln angefertigten Fischmesser von Keiichi Kobayashi ihre Besitzer. Das Geschäft läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten gut, aber bereits ist Shiro Tanaka eine Konkurrenz entstanden, die den Markt mit billigen, maschinell hergestellten japanischen Produkten überschwemmen möchte. Der Schreiner Markus Eigenmann vertreibt seit rund 5 Jahren Messer und Werkzeug von Shiro Tanaka in der Schweiz. Ausschlaggebend für ihn war der praktische Nutzen des Qualitätswerkzeugs. Der Vergleich einer japanischen Säge mit ihrem europäischen Pendant fällt jeweils selbst für skeptische Profis überraschend aus. Europäische Sägen werden mit einer Hand von der Person weggestoßen, während japanische beidhändig zum Körper hingezogen werden müssen. Der Grund liegt bei der Zahngeometrie. Unsere Zähne sind so mehr oder weniger Toblerone-Zähne, die in einer Reihe aufgestellt werden. Das kennen Sie von der Schokolade her. Und die Japaner, die sind da schon einiges komplexer. Die haben oben noch einen Trapezschliff. Die Zähne sind unten sehr schmal, sind sehr hoch und sind voll darauf ausgerichtet, nur beim Zug zu schneiden. Ganz teure Sägen werden in Japan zwar heute noch vollständig von Hand hergestellt, die komplizierten Zahnformen und Schliffe können aber durch Maschinen einfacher bewerkstelligt werden. Tadao Mitsukawa hat die 1925 gegründete Sägefabrik in Miki von seinem Vater übernommen und vor rund 35 Jahren mit der Umstellung auf Maschinen begonnen. Mit seinen beiden Söhnen und 4 Angestellten produziert er heute an die 100 Sägen in der Stunde. Eine industriell hergestellte Säge kostet zwar knapp die Hälfte, bei der Qualität hört aber die Vergleichbarkeit auf. Sorgfalt und Tradition, die bei jedem einzelnen Sägeblatt heute noch einfließen, wirken für uns Westler schon fast antiquiert. Eine 10-jährige Erfahrung ist nötig, bis jemand die Kunst des Hisometerie, das Ausbalancieren des Sägeblatts, beherrscht. Rise Kawai arbeitet seit über 40 Jahren in diesem Beruf. Besondere Messer ganz anderer Art produziert Kyocera. Messer aus Keramik, die sich durch besondere Schneideeigenschaften auszeichnen und nicht rosten, erweitern seit 1980 das Angebot des Großkonzerns, der sich im Hightech-Bereich einen Namen gemacht hat. Die erste Serie, der Versuch, das traditionelle japanische Messer zu kopieren, war ein Fehlschlag. Es war rund 10-mal teurer als ein Metallmesser und wurde von den Köchen nicht akzeptiert. Heute sollen die Keramikmesser eine zusätzliche Alternative bieten. Probleme ganz anderer Art kamen durch die Polizei auf Kyocera zu.
Das ist eines unserer Keramikmesser. Dieser Teil ist aus Keramik, der rote Teil aus Plastik. Weil wir überhaupt kein Metall verwendeten, konnte es von den damaligen Metalldetektoren nicht erfasst werden. Wir haben deshalb in den Griff Metall eingefügt, bevor wir die Klinge anbrachten. Basis für das Hightech-Produkt ist Zirkoniumoxid, ein Pulver mit der Formel ZrO2. Die verschiedenen Zusätze und Spezialmischungen bleiben das gut gehütete Geheimnis von Kyocera. Wer nun einen hochtechnisierten, rein maschinellen Produktionsablauf erwartet, erlebt eine große Überraschung. Denn auch in einem Keramikmesser steckt viel Handarbeit. Dicke und Größe dieser Rohlinge werden sich durch das Brennen und verschiedene Schleifprozesse bis zum Endprodukt auf je die Hälfte reduzieren. Der Geschäftsanteil der Keramikmesser und Werkzeuge soll in nächster Zukunft rund 1% des Gesamtumsatzes von Kyocera ausmachen. Die Form der Klinge, das Metall- oder Eisenstück im Griff und spezielle Einfärbungstechniken sind patentiert. Und seit die beiden einheimischen Konkurrenten das Handtuch geworfen haben, ist Kyocera der einzige japanische Hersteller solcher Keramikmesser. Keramikmesser sind sehr scharf, aber auch zerbrechlich. Bei sorgfältiger Behandlung jedoch bieten sie in der Küche eine Alternative zum herkömmlichen Messer. Der Marktanteil bei den Küchenmessern steigt weltweit stetig. Bei Profiköchen wird es sich wohl kaum durchsetzen, schon weil es sich nicht von Hand nachschärfen lässt. Die Schnittfähigkeit eines traditionellen Messers wird bei der Härtung bestimmt. Diese Schnittfähigkeit kommt aber erst dann wirklich zur Entfaltung, wenn jemandem das Messer gut liegt und er es richtig benutzen kann. Mit der Gewöhnung wird die durch die Härtung im Messer schlummernde Schnittfähigkeit gewissermaßen zum Leben erweckt. Vielleicht lässt sich damit ein Teil der Beziehung erklären, die viele Köche im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu ihrem Werkzeug entwickeln. Erst wenn es seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, trennt sich ein Koch von seinem Messer. Oft mit einem besonderen Ritual. Wir kümmern uns nun um diese Messer und veranstalten ein Hōchō-Koyō, eine Zeremonie zur Beruhigung der Seelen der alten Messer. Einmal im Jahr sammeln wir solche alten Messer und bringen sie zu einem buddhistischen Priester, legen sie auf den Altar und halten eine buddhistische Totenmesse ab. Auf diese Weise drücken wir unsere Dankbarkeit gegenüber den Messern und generell gegenüber allen Werkzeugen aus. Wir bringen diesen Werkzeugen, die ihre Aufgabe erfüllt haben, eine Art Respekt entgegen. Schließlich waren sie äußerst langlebig. Wenn das Leben dieser Werkzeuge zu Ende ist, führen wir diese Zeremonie durch. Anschließend werden wir sie ins Feuer geben, wo sie schmelzen und wieder zu normalem Eisen werden. Damit endet die Bestimmung oder das Leben solcher Werkzeuge. Japan ist ein buddhistisches Land und man kann das buddhistische Gedankengut nicht einfach verdrängen. Oft werden heute die Dinge, die man getötet hat, seien es Pflanzen oder Tiere, ganz nach eigenem Gutdünken behandelt. Kochen fängt aber eigentlich damit an, dass man sich überlegen muss, warum man sich nun dieses fremde Leben zu eigen macht. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade an einem Fisch namens Katsuo. Am Kopf bleibt da jeweils noch ein bisschen Fleisch dran. Die Schüler möchten dann, dass ich ihnen auch die Verwendungsmöglichkeiten dieses Teils erkläre. Ich sage dann jeweils, dass sie noch nicht so weit seien und erst lernen müssten, wie man das Hauptstück zubereitet. Wenn man es nämlich nicht richtig beherrscht, dann verdirbt man leicht beide Teile. 4 Jahre muss man immer wieder dasselbe üben. Und im 4. Jahr verstehen die Schüler dann, wie sie es machen müssen. Sie müssen auch zu Hause alleine üben. Wer nicht übt, kann es auch im nächsten Jahr noch nicht. (lacht)
Beobachtet man diese Hausfrauen, ist anzunehmen, dass das traditionelle Messer in Japans Haushalten nicht weit verbreitet ist. Oder anders, dass der Umgang mit solchen Messern eben tatsächlich eine Kunst ist und sich seine Seele erst der Könnerin oder dem Könner wirklich offenbart. Von Japan in die Schweiz. Wo das Schneiden und Fällen eines Baumes gefährlich wird, kommt eine in der Schweiz konstruierte Maschine in den Einsatz. Die Kralle des Giganten, die Sie jetzt gleich anschließend in unserer Rubrik Swissmade. Das Spezielle ist, dass wir greifen können, das Ast oder Stammstück, das man abschneidet, dass die Säge von der Kabine aus bedient wird und dass das abgeschnittene Holz nicht runterfällt, sondern abgelegt wird. Es muss niemand mehr in den Baum hoch. Die Lage hier ist schwierig wegen der Straßenbahn, starker Verkehr, Fußgänger und dann von der Straßenbahn her eben die Oberleitungen. Eigentlich wenig wegen den Laub in den Bäumen. Das sind wirklich die Oberleitungen hier, die Abspannungen von der Stromleitung. Und da braucht es einfach ein gutes Auge und die Mithilfe von den Kollegen. Das ist auch noch sehr wichtig. Das braucht unheimliche Konzentration, dass da wirklich nicht schief geht. Weil da kann x-tausend Franken Schaden entstehen. Wenn da eine Bewegung falsch geht, ist es also wirklich tragisch. Was im Zeitraffer wie das Pflücken eines Blumenstraußes aussieht, dauert in Wirklichkeit knapp 1,5 Stunden. Hier in Zürich werden kranke Bäume gefällt, die später durch neue, gesunde Jungbäume ersetzt werden. Drei Maschinen dieser Art sind im Einsatz. Und dass mit dieser Schweizer Entwicklung beispielsweise in Berlin ganze Alleen von kranken Bäumen gefällt werden, ist keine Seltenheit. Die Hauptsaison für diese Arbeiten ist im Winter, also das heißt von Oktober bis etwa März. Und im Sommer sind es dann vereinzelte Aufträge
für abgestorbene Bäume oder wenn Baustellen sind, wo Bäume gefällt werden müssen. Die Idee ist eigentlich, eine Fällung anzubieten, die sehr sicher ist, die sehr schnell ist, sowohl für Personal wie auch für die Umgebung. Das ist das eine. Die Maschine wurde in Deutschland angefertigt. Das Trägerfahrzeug ist ein normales Autokran-Chassis und die Aufbauten sind nachher speziell. Also der Ausleger ist speziell angefertigt für die Maschine und auch der Fellkopf. Dass man gelähmt ist am Abend von der schweren Holzarbeit. Das ist das Denken, das Studieren, die Konzentration. Ich werde nicht mehr große Sprünge machen heute Abend.